ein bisschen andere Skillen aus. Ich hab meinen Hammer mit dem Bladestorm getauscht, sonst habe ich eigentlich den Sprung habe ich noch drin, genau. Ich sag, boah, es ist laut, hey, das kannst du nicht vorstellen. Mach mal, jetzt hier ein bisschen leiser. Sonst habe ich eigentlich nichts gewechselt. Den Hammer raus und den Sprung habe ich da reingetan. Ich weiß ja nicht genau, wie ich diese Ding da besiegen soll, hey. Diese PvP-Teile da. So viel. Wir müssten aber vielleicht mal zu fünft oder so reingehen in der Gruppe. Weil so hast du keine Chance alleine, wenn da ein paar kommen. Boah, da waren so viele große hier. Huch, das ist so laut. Alter, das ist so laut hier. Uff, weiß gar nicht, was mir die Quest überhaupt bringen hier. Was bringen diese Quest hier im Drachengarten? Die muss ich noch gar nicht machen hier. Muss hier machen, die da. Ach, immer noch? Achso, nee, Frost passt schon. Ich war doch eben bei Feuer. Jetzt kommt Frost, dann kommt wieder Gift. Haben wir doch eben schon gemacht, die Quest. Oh, nice. Ja, Stamina, aber... Ich wollte eigentlich springen. Ich habe auf Springen auf R. Bei WoW springen halt auf Ding 3. Das hier, Spot und so. Noch ein paar kleine hier. Wir haben die Feuersachen aber schnell gemacht hier. Dann haben wir direkt die großen mitgemacht in den kleinen. Das war ganz wild. Das gab man ohne den Hammer wegen Multitarget hier. Keine Stacks aufgebaut hier, egal, machen wir gleich. So, die kleinen noch ein paar und dann die großen. Ja, mit den Drops, tut mir echt leid, dass nicht alle Drops bekommen. Wir haben versucht, wir sind ja schon mal durchgegangen mit euch, da verknüpft. Die Drops abgeholt bei Twitch, versucht die zu Webinventory abzuholen, aber anscheinend ist da was verbuggt. Krass, wenn ich so umzingeln hier. Jetzt brauchen wir drei große, schon ordentlich kommen. Ich würde gerne auch noch ein bisschen in die andere Dinge reingehen. Das ist ja echt nur begrenzt, man muss sich halt immer weckerstellen. Ich brauch die Großen. Was sind die denn? Große, hallo. Aua. Vielleicht dann. Oh nee, hier ist PvP oder was? Das ist also gar keine Chance. Gar keine Chance. PvP. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Schnelllaufen ohne W gedrückt zu halten nutzen? Einfach nur mit der Maus. Warte mal kurz. Einstellungen. Tastenkürzel. Anwenden. Ja. Kann man machen. Aber so komisch gedrückt halten ist auch doof. Hallo? Dass man da nicht durchkommt. Hab nur gemutet, weil ich ein bisschen schockig gehauen. Immer gekannt. Geslowt bin ich? Wieso ging denn die Taste 2 nicht? Ich sehe nichts. Alter, im Bladestorm wieder gestoppt. Beste Leben. 7 Stacks? Nee, 6. So, dann brauchen wir noch. Doch 2. Was ist denn mit den. Weil ich jetzt aussehe an dem. Hab jetzt W auch auf der Seitenmaustaste, damit ich mit der Maus laufen kann. Wo kommt denn der Große? Ja, moin. Alles fit? Ah, ja. Stacks aufbauen. 2, 3. 2 habe ich nur. 3. 4, 5, 6, jetzt glaube ich auch. So, noch einen von den großen. Ich finde die Elementare komisch hier. Lol, jetzt habe ich den letzten abgebrochen für die T-Taste. Egal, brauche ich nur die großen. Aber Prozente kriegst du da kaum eine. 28,9532. Krieg ich überhaupt XP hier? Nee, oder? Da gibt es noch Mana Gold, glaube ich. Da ist einer. Jetzt. Okay, jetzt wieder Challenge hier. Jetzt wieder Challenge mit dem Gift. Mit dem Gift durch die PvP-Zone. Scheiße, Mann. Da sind so viele wieder. Es gibt halt keinen anderen Weg, oder? Ich muss halt hier so lang. Schau mal, der Schurke. Guck mal, der Schurke. Guck mal, wie krass. Schau, was die machen. Wie soll ich denn zu dem Giftigen da hinkommen? Selbst wenn ich PvP und Blockskill und alles anhabe. Habe ich keine Chance gegen das. Aber ich gehe Chance gegen das. Ne, schau mal. Sofort. Die Fähigkeit. Die will ich mir mal anschauen. Das ist doch Schurke, ne? Ich will zwar Range spielen, aber die Fähigkeit ist zu strong. Hier, komm mal her. Komm, wir gehen gemeinsam. Komm. Komm mal alle zusammen. LOL. Dieser Schaden. Wow, dieser Schaden. Alter. Das kannst du nicht ausdenken, ey. Krass. Brutal. Ja, das ist krass. Kann mir vorstellen, dass auch Hörer drin sind. Aber selbst wenn ich da auch 45 wäre, was, könnte ich trotzdem nichts machen. Moin, Wild One. Inspect Charname, okay. Jetzt wieder umskillen. Ja, Inspect Charname, okay. Ja, siehst du auch, wenn du tippst, wer dich getötet hat. Ist ja auch wild. Es gibt da irgendwas, was unbound macht, das Ganze. Irgend so eine Rolle oder irgend sowas, was dich vom Char entbindet. Irgend so ein Item, aber es gibt halt Millionen Items, dass ich ja nicht genau sagen kann, wo und welches. Also du kannst irgendwie ungebunden machen, das Ganze. Irgendeine Rolle, ein Item. Diese dummen Mobs nach ein paar Sekunden einfach Enrage gehen. Manche ja. Und dann haben sie so ein komisches rotes Kopfzeichen. Beim General Goodshop kochen. Ja, schon mal so einfach. Danke dir. Für die direkt geantwortet. Erstmal mich anschreien. Was habe ich euch getan? Ich war es nicht. Ganz wild hier. Genau, schon mal. Vielleicht findest du welche. Müsst mich jetzt eigentlich von PvP töten lassen, dann komme ich schneller wieder so raus. Bin eh durch. Halbe Stunde ist nicht mehr, gell? 15 Minuten. Mach die grünen, irgendwelche blauen alten Sachen da. Dieser eine große Boss? Oder wie? Keine Chance. Gestern probiert zu viele Spieler ringsherum. Ist der PvP-Zone. Dieser Kartaz, das ist der Riesenboss, ne? Der braune.
Braun-Rot. Der hat so viel Leben. Gestern da mal 5 oder 10 Minuten an dem gekämpft. Bin immer wieder getötet worden von irgendwelchen PvP. Der ist ja immer woanders. Heute war er beim Feuerfuzzi. Letztes Mal war er im Frosting. Nur nicht geschafft, nee. Mit Enchanten mach einfach irgendwas random. Keine Ahnung. Nimm irgendwas Blaues, was du hast. Vielleicht hast du irgendwas Blaues in der Tasche oder was Blaues noch. Einfach irgendwas enchanten. Dann brauchst du auch andere Mats. Wenn du was Episches hast, epische Mats. Und die blauen Mats wirst du ja haben, hast du bestimmt. Hat ja normal jeder. Also, man tut sich ja sowieso erstmal ultra schwer mit dem Töten. Oder mit dem Zonenübergang. Mit dem Zonenübergang zwecks das PvP da in der Mitte. Wo ist denn das hier? Mal kurz hier noch reinluschern hier. So, da kann ich ja sowieso so rein, wie ich möchte, genau. Das ist eh egal. Also, nee, gar keine Chance gehabt. Chaos. Okay, habe ich mir jetzt 2 Meter geportet. Ich depp, anstatt einfach hier reinzugehen. Leute. Der war bei mir auch gerade da. Aber, tja, das sind so viele PvPler. Du kämpfst da, selbst wenn du das Gebiet überqueren willst, bist du sofort tot. Also das sind so viele, die einfach nur einen nerven hier. So, mal mit der Zyklonskillung hier probieren. Hier ist auch im Überlaufen. Aber für diese schnelle Fahrt mache ich halt hier zu wenig Schaden. Ich brauche halt so viel. Erstmal das ganze Pullen. Da vorne, ja. Dann müsst ihr alle sterben hier. So, wenn du so einen Boss mitkommst, ist es eh schwer. Habt ihr auch so Probleme mit dem einfach so AOE? Farmen. Oder geht's bei euch? Ich habe jetzt einen Hammer heute rausgenommen, mache ein bisschen mit Zyklon. Gestern haben wir in der Stunde gefarmt, 14,4%. Ich habe jetzt kein Single-Target mehr. Diesen Enrage meinst du, gell? Hatte der auch gerade. Bin mir nicht sicher, wie man das im Drachengarten generell machen soll mit dem Boss oder dem richtigen Abfarmen da. Oder den Spieler töten. Ich habe es nie geschafft, einen Spieler zu töten da. Ich komme immer in die Zonen rein und bin einfach tot. Da sind immer so viele böse Leute. Not enough stamina. Auch diese Scheiß da. Der tut schon weh. Danke dir. Suzuhara, was geht? Moin. Ich weiß nicht, ob das Inbegriff von Farmen ist, wenn man so lang braucht für einen Mob. Was meint ihr? Oder Grinden, wie man das im Fachjargon nennt. So, mehr Pullen. Wo sind denn welche? Habt ihr eine... Achso, nee, falsches Ding. Taste. Habt ihr eine Spot-Eingabe, wo man vielleicht mehr pullen kann? Aber es sind überall Leute, ne? Vielleicht Kanal wechseln? Gibt's hier auch Kanal wechseln? Dreh dich! Brauch mehr! Schon wieder viel mit Headset Arch. So, ich hab die Taste vorher umgewurschtelt hier. Shit, ich muss wieder zurück machen. Ich habe das W auch auf die seitliche Maustaste getan, damit ich doppelklick kann mit der Maus laufen. Also schnell laufen mit der Maus. Aber ich habe mich so gewöhnt, einfach normal zu laufen, einfach zu drücken die Taste. Danke dir, was geht? Ja, ich probiere gerade meinen Zyklon aus. Ich habe den auf episch getan. Aber ich bin immer noch zu langsam im Grinden irgendwie. Es sind so viele Chars um mich herum, die machen so viel Schaden. Mit ihrem komischen Wirbel und AOEs und alles. Und also der Schorke mit seinem Feierregen. Der Slayer mit seinem, auch mit seinem Wirbel, der so rote Kreise um sich herum verschießt, so eine Art Boomerang. So Massengrind bin ich einfach lahm. Der Pull dauert, die Stacks aufbauen dauern ein bisschen. Slayer und Fecht und ach, das heißt so. Heute das Ding bekommen, das, was für ein Outfit, wie heißt das? Gangster-Outfit? Hab ich meinem Char Flügel gegönnt, damit man das Outfit, das ich habe, besser sieht, damit kein Umhang ist, ne? So ein bisschen hautenger das Ganze. Und überleg die ganze Zeit einfach mal so interessehalber, weil ich Bock habe zu sehen, was noch so geht. Einfach noch ein Char zu spielen hier. Einfach mal so, zu sehen, wie das sich auswirkt, weil ich habe auch ein bisschen PvP gemacht oder immer wieder Geräte und PvP-Situation und du bist einfach nur ein Häppchen für die Hyäne. Man muss aber sagen, es ist nie wirklich so fair, wenn ich dann 2, 3 angreifen, bist du eh schon weg. Ich springe rum hier. Überleg die ganze Zeit, welchen Skill ich noch reinnehmen soll, welchen ich rausnehmen soll. Und probier mal wieder hin und her. Einfach probieren und testen hier. So ein Bescheuerter. Zack, zack. Und Energie. Ja, ist okay. Echt jetzt? Alter, ich komme nicht mehr weg. Meter. Jetzt habe ich gerade ein paar gepullt, leistet. Jetzt geht's halt hier. Ja, ist halt kein Slayer oder Sorcerer, ja. Ja. Und ich vergleiche mich halt immer mit denen. Ist ja klar. Ich mich ja mit dem vergleichen, was ich immer so rumlaufen sehe. Aber wie ist denn das mit dem Assassinen? Der hat doch auch Ultra-Kill-Speed, oder? Mit seiner roten Fläche am Boden. Also dem Schorken, wie ich immer zu sagen fliege. Ich bin jetzt wieder auf den Hammer, auf den Zyklon zurück, auf den Blin wegen WoW. Ich hatte den Hammer gespielt, was auch für Single-Target besser ist. Sogar auch für Multi-Target-Ultra, aber da muss man halt stehen bleiben und kann nicht dodgen. Und hier kann ich zumindest dodgen, wenn irgendwas ist. Im Blade-Storm hier da. Ist nur wirklich am einen hier, oder? Ich hab mal so einen Trank reingetan für eine halbe Stunde, 75% XP. Ich kann auch meine Zeit hier extenden. Ich habe da viele so Flaschen bekommen. Was auch immer. Das, was so ein bisschen die... Also man kann ja normalerweise entspannt... Oder ich sag mal, man kann entspannt farmen. Ist aber nur halb so geil wegen den 7 Stacks, dass ich mal die aufrechterhalten muss. Was ich jetzt auch nicht mehr bewusst mache. So, ich mache halt einfach. Wenn ich jetzt 6 oder 4 schaffe, egal.
glaube ich, wieder 7. Du machst natürlich mehr Damage. Wie auf 42 entspannen. Der Typ Schlüssel, was ist mit dir? Entspannen hier. Leveln! Das geht nicht. Das habe ich jetzt nicht gelesen, ne? Nicht gelesen habe ich das. Entspannen hier. Wo ist denn die Num-Taste hier? Wie jetzt? Was habe ich getan? Num-Lock. Nee, nicht. Ich will Num-Lock, verdammt. Ich will, dass es automatisch laufen. Steuerung R. Hä, wo ist denn das? Num-Lock will ich ändern auf die Seitentaste. Tab F1 bis F8. Steuerung. Position 1. Hausreisen. Ende. Ich will Autorun. Hä, wo ist Autorun? Hab's. Selbstreise heißt das auf Deutsch. Autorun. Da ist schon wieder jemand. Braucht mehr Mobs. Also wenn es so war wie... Wäre wie vorher, dass so viele Mobs um mich herum sind, ist das schon easy bestimmt. Gestern mal ausgerechnet, ich war hier mal eine Stunde drin und dann habe ich 14,4 gemacht in der Stunde. Jetzt habe ich halt einen 75% XP-Trank oder so drin. Und von daher müsste es sogar schneller gehen, aber ich weiß nicht, ob ich eine Stunde drin bleibe. Noch einen Bock, ein paar andere Sachen zu machen. Weil hier kann ich immer rein, den ganzen Tag. Ist ja egal. Ein bisschen rein, ein bisschen grind, aber zumindest den Trank nutzen. Ist der jetzt schon ausgelaufen, der Trank? Wo ist denn der? Hat er so einen Trank genommen? Hier war ein Trank, ja. Oder war der nur 10 Minuten? 75% XP? Wie die alle immer gleich böse werden. Schau mal, schreibt da an, da can you F yourself. Als ob ich jetzt genau gesehen hätte, dass da einer ist. Hey, wie krass, gestern auch schon. Der andere beschwert sich, ja. Ich habe Trank genommen. Geh woanders hin. Ja. Meine Güte. So, ob ich jetzt darauf achte, wo jemand ist. Ich pull halt einfach. Da sind Mobs, da pull ich. Ich will gleich beleidigen, ne? So toxischen. Hey, wenn es um die XP geht, dann sind die Leute böse hier. Dann sind die Leute böse hier. Direkt mich angeschissen, dass ich seine Mobs, die er bestellt hat bei Amazon, hier angehauen habe. Ich meine, ich laufe hier genau wie er hier hin und her und suche Mobs. So ist er nicht. Einfach das Paket abgefahren, ne? Vor der Haustür weggeschnappt bei der Zustellung. Verliert man denn XP, wenn ich jetzt so viel, wenn ich jetzt die mit... Ah, ich weiß nicht, Chaos. Ob da jetzt, wenn neu dazukommen, nicht auch tryhard sind, ich glaube, das ist egal, ob forscht bestelle oder nicht. Und wenn du auf einen neuen Server angefangen hast, kannst du mit uns nicht spielen. Das ist halt traurig. Letztens hat einer gesagt, dass er keinen Bock auf den neuesten Server hat. Das sind irgendwie nur Russen und so, ne? Einfach wieder gewechselt. Wobei ich glaube, dass diese Sachen sowieso serverübergreifend sind oder nicht. Auch diese Portale. So wie die Arena halt auch. Oder ist das nicht der Fall? Weiß das jemand zufällig? Also ich bin ja auch kein Tryhard und ich hatte das Vorbesteller. Ich habe das Spiel Samstag in der Vorschau von GameStar gesehen. Habe mir dann 6 bis 8 Stunden Videos reingezogen, 1 bis 2 Stunden Informationen angelesen und Charakter erstellt. Also, ja, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Meine Portale sind alle komplett leer. Ja, ganz leer ist ja also auch nicht so geil, oder? Aber weiß man ja. Kann ja Zufall sein, dass du auf einem anderen Kanal bist. Aber logischer wäre, wenn es eigentlich nicht serverübergreifend. Mal kurz, kann ich auch wechseln? Alles gleich, alles durchschnittlich. Bei mir ist Durchschnitt, was steht denn bei dir? Power auf. Wo ist denn gerade nichts mehr? Weil mein Headset ausgegangen ist. Ich sehe aber, dass ich angegriffen werde. Ich muss dann gleich nochmal anstecken hier. Also wenn ihr wollt und noch Bock habt, hier Andromeda. Andromeda Server Beste. Hier. Ontari. Nämlich zu vergleichen mit For the Horde. Wenn ihr bei den Blauen seid, habt ihr alles falsch gemacht. Dann müsst ihr jeden Tag euch bücken. Wenn der König sagt, bückt euch. Oder jeden Tag vor dem König knien. Gar keinen Bock auf sowas. Lass mal nur einen Kanal haben, okay. Im Portal sogar. Keine Lust auf Königreich. Und so. Lieber bisher rebellieren, selbst die Macht an sich reißen und Schweinereien anstellen. Diese Ranke da. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt lohnt von der Zeit hier. Einfach was anderes machen und weg da. Würde ich sagen. Wie Gold ab. Nichts gibt's. Ich muss vorher nachher Sachen upgraden und mit 2 Klicks ist es wieder weg. Mein Gold-Negativ-Rekord war gestern 949. Dann habe ich 300k gehabt, habe ich 2 Sachen geupgradet. Ja, 0. Geh selbst schuften, grinden. Was soll das hier? Let you chill. Frech, aber ganz frech von dir. Was erlaubt? Dead you chill. Ja doch, wenn sie das Meisterwerk upgradet haben und wenn sie dieses Golddings da spielen, so ein paar Stündchen am Tag, wird das schon gehen. Oder Sachen verkaufen. Meine Sachen, die gedroppt sind, sind immer nur so max 30k wert. Manche haben auch 150k Dinge. Viel Glück und Daumendrück. Ich hatte gestern eine zweite Waffe versucht, hat nicht geklappt. Die Brust, die ich bekommen habe, ist auch besser. Leider nicht geklappt zum Aufwerten, so full. Ich kann sie aber nicht anziehen wegen den Sockel. Ich muss dann mal versuchen zu rerollen mit diesen Farben. Hey, hast du ein paar gute Tipps für Rota, für den Warlord? Ui, da will ich die ganze Zeit dann probieren. Auf jeden Fall schalte diese 2 Sachen als episch frei. Dreisprunghieb und Flinkhieb. Dann kannst du pullen hier mit dem Flinkhieb, so wie ich das hier mache. Pullen auf der Range so ein bisschen. Baust mit dem anderen, wer schwörst du? Ach man, ich hab die Namen immer nicht hier. Drehsprunghieb, 7 Stacks auf und dann kannst du den Zyklon nutzen oder halt den Hammer, den Berserker-Hammer. Und kurz davor holen, damit du 25% Heilung kriegst und mehr Schaden machst. Ist jetzt hier, warte, ich bin gerade mit Drängs.
kann jetzt gerade hier. Moment, diese scheiß Ranke. Also mit dem pull ich immer. Mit rechter Maustaste pull ich. Zack, 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 zack. Linke Maustaste Stacks abbauen. Ich versuche die auf 7 zu halten, was ich eh nicht schaffe. Dann zack, ranziehen. 100 Mana und den halt. Oder den Berserkerhammer. Den habe ich vor einer Stunde rausgenommen. Ich habe den bis jetzt gespielt. Und wenn du noch mehr Mana brauchst, hincharge. Nochmal 100 Mana. Nochmal Ding hier. Ich habe bald Single-Target- und Multi-Target-Skillung und so eine Misch-Skillung hier. Ich kann dir meinen Skill-Baum mal schicken, wenn du möchtest. Ich habe den gerade, habe den auch gebaut. Wichtig, wo du den meisten Schaden machst mit... Oh, aus der, oh du hast all... Also diese Ranke hier, die nervt sowas von. Moment, kurz. Also diese Ranke. Anders will. Das ist das Wichtigste. Mit diesem Spell die Stacks aufbauen und aufrechthalten. Mit dem epischen Skill kannst du 7 Stacks aufbauen. Dann bist du so schnell. Hier. Normaler Bladestorm ist so. La 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 du da du da hey. Jetzt baust du 7 Stacks auf. 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7 Stacks. Ziehst du dann mehr und jetzt drehst du dich, schau. Trrr, fertig. Und jede Fähigkeit ist ultra beschleunigt. Oh nein, der Rank ist wieder da. Ich muss weg, kein Bock auf die. Oder du spielst mit dem hier, das ist Single-Target. Berserker schmettern. Ist auch Multitarget, je nachdem. Nur bei der Fähigkeit kannst du dich halt nicht bewegen. Aber du musst halt immer auf die Stacks achten. Wichtig und richtig und wichtig. Das hier. Ich habe Spiele mit Episch von dem, Range Pull. Zack, zack, zack. Spiele mit dem Drehsprunghieb für 7 Stacks. Ne, bei dem Hammer darfst du nicht move. Du darfst doch gar nicht move. Bei dem Skill darfst du move, schau. Hier darfst du move, aber da ist er scheiße. Hier hat er sofort sein Max Speed. Hier musst du zuschlagen. Hier macht er viel mehr Schaden. Wichtig das Spielen. Mehr Schaden, instant Max Speed. Der Vorteil an dem Ding ist, je öfter du zuschlägst, desto schneller ist er. Und wenn du den epischen Skill hast, hat er den Max Speed schon vom ersten Schlag. Und du darfst nicht move. Das ist das Problem mit dem Move bei... In vielen Situationen, besonders bei so einem AOE hier, was wir hier pullen, musst du schon mal ein bisschen move und zum Dodgen halten. Noch bei Bossen, je nachdem jetzt. Deswegen bin ich jetzt bei dem Grinden hier auf Multitarget gegangen, wegen dem Zyklonen. Also, Stacks aufbauen mit dem flinken Hieb, Range Pull mit dem... Ne, warte, Stacks aufbauen mit dem Drehsprung Hieb, Range Pull mit dem Flink Hieb, auf 7 Stacks bringen, zusammenziehen, 100 Mana verdienen, Hohn drücken, zwecks mehr Speed... Und 25% Angriffstempo. Und wenn jemand stirbt, kriegst du 25% Leben zurück. Ganz wichtig. Und dann erst die Mobs killen. Ich kann dir mal mein Bild schicken. Kannst du noch variieren? Ich habe auch schon wieder was geändert, aber das ist nur zum Testen. Ich ändere jeden Tag was. Das ist mein Bild. Mit dem Hammer. Ich habe jetzt den Zyklon drin. Seit ein paar Stunden oder so eine Stunde. Und habe den Sprunghieb auch drin. Den würde ich gerne auf Episch haben. Aber bringt mir nichts. Ich kann mir freischalten, aber ich habe keine Punkte. Ich schaue halt jeden Tag. Ich verändere wieder ein bisschen was. Je nachdem, ob ich Single-Target, Multi-Target. Und im Endeffekt brauche ich halt einfach Attributpunkte, ne? Damit ich mein Endskill spielen kann. Meine Endskillung. Aber bis ich 300 Punkte habe, kannst du ja vergessen. Das ist ja keine Ahnung, ob da Punkte rankommen. Luminous, habt ihr gesagt, gibt es ab Level 5. Geht das nur mit 3 in Pain, oder? Das ist Blödsinn, weil man kann einmal die Woche ein Luminous holen. Letzte Woche gingen noch 7, ich habe davon jetzt 5 oder 6 geschafft. Also ich habe jetzt ein paar. Müsst ihr mich guiden, wie ich mich auf Max Level tue. Also auf Level 5. Also, ich weiß nicht, ob es Max Level ist. Auf jeden Fall zum Attributspunkte mehr. Können wir dann gleich mehr machen. So noch ein paar mehr Sachen schaffen, außer das Grinden hier. Ja, also Level ist jetzt schwierig. Von Level 42 auf 43 habe ich auch über 2 Tage gebraucht. Wenn ich jetzt hier drin bleibe, keine Ahnung, 7, 8 Stunden, was ich halt auch nicht kann, weil es ja begrenzt ist, aber ich habe doch ein paar Verlängerungen, würde ich halt dann ein Level up machen. Aber eigentlich habe ich es doch nicht eilig. Scheißegal. Ich genieße das, was ich hier mache. Ein bisschen Grind, ein bisschen mit euch quatschen. Ein paar Quests. Wenn das so bleibt, das Spiel, mir reicht das. Solo-Dungeons, Raids habe ich bei mir in WoW. Hier Raids reinkommen, noch besser. Machen sie hier auch. Hast dich, Sickfight, hast du, wenn du nicht reagiert, das hast du mitbekommen. Dir gezeigt. Und danke dir. Alles gesehen. Wunderbar, wunderbar. Kein Problem, kein Problem. Nur wenn du irgendwas nicht verstanden hast oder so, ich habe jetzt sehr schnell gequatscht und bin hier gerade am Mobs klatschen. Einfach fragen und ohne Gewehr, ne? Das ist halt alles, was ich getestet habe und auch mit ein paar gesprochen und mir Videos angeschaut habe. Aber viel aus Eigenkreation und komischem Kopf bei mir. Kann mich auch komplett täuschen. Mir sagt man so schön halt ohne Gewehr wie meine Lottozahlen hier. Ich will auch gleich einfach mal als Gaudi diesen Sprung. Wenn man diesen Sprung, wenn man einen Gegner trifft, kriegt man keine Ablenkzeit, sondern es tut die Ressourcenkosten um 100 reduzieren. 60 Energie um 100. Also kannst du, wenn du das hinkriegst und auf Mob springen kannst, immer springen. Aber ich brauche Punkte. Weißt du noch mal Nordgard? Ich habe die Tabelle auf, aber ich habe sie noch nicht angeschaut. Was ich fürs Grinden hier
für ein Luminus bräuchte. Mein abgesehen jetzt von PvP hin oder her, da muss ich mir halt ein anderes holen oder so, keine Ahnung. Weißt du zufällig das? Hattest du mir, glaube ich, schon mal gesagt. Aber mein Siebgedächtnis ist halt wirklich ausgeprägt. Wie weit ist denn dein Warlord hier, Fighter? Kommt doch aufs Level drauf an, ne? Ob du die Spells hast, wie viele Attributpunkte du hast. Wenn du Arena spielst und ziehen dieser Grenze bekommst, kannst du tauschen. Hier, das hier. Ehrenmedaille des Sieges. Zack, zack, diese Kiste. Ich weiß gar nicht genau, ob die Ines mehr XP. Also wenn du eine Stunde hier drin bist, habe ich 14,4% gestern bekommen. Kann ich das nicht sagen. Habe ich nicht getestet. Ich glaube, also hier gibt es ja extra XP. Also PvP, ja. Musst aber nicht viel machen. Musst halt hier nach Arena dreimal gewinnen und einmal unentschieden. Auch PvE? Wo denn? Und wie komme ich an die Tokens von dem PvE-Ding? Ich bin halt hier drin, schau mal. In dem da. Und hier steht... Du kannst von einem Monster der gleichen Stufe mehr EP erhalten, als du normalerweise erhalten würdest. Deswegen bin ich hier. Es gibt mehr XP halt hier. Experienze. Sky Quest, World Sky Quest. Achso, mit... Das heißt, es diesen Ballon da. Heißluftballon oder was, wie das Ding heißt. Transzendenzstufe 5 gibt's auch. Luminous-Kiste. Und Schiff da. Ja, die Schiffdinger sind aber nur in der Gruppe. Also in dieser Ding speziell kriegst du ja... mehr Punkte. Wie nennt sich das denn überhaupt hier? Das ist ein Dimensionsportal, okay. Glaube ich. Und zum Glück bin ich wieder auf Blaystorm. Ich möchte jeden Tag so ein bisschen was anderes machen hier. Sonst wenn ich jetzt welche verrückt. Was war das für ein Zeichen? Das, nach 7 Stacks, 4, 5 und Blaystorm. Komm, Blaystorm, geh. Da auch mal kurz reinmachen. Wie viele Stacks habe ich? Egal, Blaystorm reinkommen. Ich habe leider meinen Skill in der Bank vergessen. Das würde ich jetzt hier nochmal kurz rausgehen und das holen. Und der Eintritt kostet ja wieder Gold hier. Spawn aber schon gut die Mobs wieder, gell? Ist voll geil. Kannst du schon unendlich grinden. Und das aktive Kämpfen macht schon Spaß. Muss schon sagen. Aktive Kämpfen ist schon nicht ohne. Ultra. Das Auto-Travel ist gigantisch. Also, ich hasse dieses von A nach B laufen irgendwas und einfach Auto-Travel und Hammer. Da hat man auch einfach Bock, alles zu machen. Denn du musst ja eh nicht laufen. Du musst eh nicht auf die Karte schauen. Du musst dich nicht orientieren. Ich bin eh verplant, was Orientierung angeht. Von daher, egal. Komm schon, drück Q, I, R, 3 und... Mit Level 43 kommst du dahin. In diesem... Was soll ich den Namen wüsste? Ich kann mir nichts merken, Alter. Den Namen... Schwarzer Mecherkessel. Schwarzer Mecherkessel. Soll ich dir jetzt aufgebaut? Dann können sie noch nicht dahin hier. Mr. Darkface. Das tut mich leid. Macht schon Gaudi. Macht schon Gaudi. Ich nie gedacht. Magieroberteil der Dimensions irgendwas. Jawohl. Irgendwas bekommen hier. Schon wieder 30k. Nur. Wie immer diese Range-Teile. Ja, kommst du schon noch hin. Ist nicht so schlimm. Hast ja Zeit. Ist ja kein Wettrennen hier. Hat jetzt geklappt? Doch. Da hast du doch irgendwie aufgewertet hier. Mann, das hat doch eben geschrieben, einer mit Aufwertung. So, Daumendrück hier. Kein. Hat's geklappt? Oder? War das bei dir oder? Bin ich sicher. Nicht geklappt. What? Wie oft denn fehlgeschlagen? Oh je. Ach so, du hast... So, okay. Du hast die Dinger wieder aufgemacht. Okay, du hast gar nicht... Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. So eine Offenbereicherung. Gelb. Muss ich mal gerne mal schauen. Ich wollte blau auf episch. Echt? Ich wollte gestern auch meine jetzige Brust nur ein bisschen verbessern. Aber nicht geklappt. Einmal fehlgeschlagen. Ist zwar besser als die jetzige Brust. Nur die Sockel passt noch nicht. Ich müsste da wieder umschmieden. Also umlackieren. Ich habe mich eigentlich nie um die Stats gekümmert, einfach angezogen, was da ist. Lohnt eigentlich sich beim Elite zu quälen? Denn es gibt ja... Der dauert ja doch lange. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, durch mein Segengedönse und mein... Kann ich jetzt 8 Stunden am Tag die Luminous für mich kämpfen lassen? Dies habe ich jetzt verstanden aus den ganzen Sachen. Muss mal schauen, dann könnte ich das ja vielleicht doch laufen lassen, während wir... Wenn ich AFK gehen und Ding. Aber auf dem anderen Rechner, der eigentlich scheißegal ist... Mal gucken. Der nicht so viel Strom zieht. So eine 1050 installieren da. 8 Stunden am Tag es laufen lassen kann. Also ist es halt von 18 Uhr bis 2 Uhr. Wir haben ja gesagt, um 8 Stunden ist das jetzt. Also wäre das Beste von 18 Uhr bis 2 Uhr laufen lassen, den Luminous-Dinger da, ne? Das doof ist halt nur, ich kann das halt nicht im Stream abfilmen. Aber ist ja scheißegal, oder? Also ich lasse einfach laufen, wenn ich aktiv spiele. Weil ich habe da keine Capture-Card angeschlossen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich am Capture-Card rumfummeln soll, wenn das Stream läuft. So, vor 30 Tagen einfach stabil läuft. Bin ich ganz so sicher. Aber schon ausnutzen hier. Laufgrad. Du hast ja mal gesagt, mit diesem Bonus-Ding, mit diesem Bonus-Rollen-Ding da, habe ich ja jetzt da 8 Stunden jeden Tag. Was bekommt man da an XP eigentlich? Lohnt sich das bei dem Level überhaupt noch? Die 8 Stunden? Oh, lol. Wieder 15 Waffen sammeln. 15 Waffen sammeln. Und da ich noch eine 6er plus 6er Dungeon-Waffe habe. Ist das jetzt so gut, hier zu gehen? Das ist Tasse 2 nicht. Ultra krass. Meine Kili, sammel Gold ein. Sammel Gold ein. Oh, ist es noch 12 Minuten oder was? Ja, komm, mach mal einfach, oder? Ist jetzt egal.
wollte eigentlich nur ein paar Minuten, aber bin ich jetzt schon da. Ja, Level Up ist jetzt eh nicht so schnell. Ich glaube, keine Ahnung. Übermorgen vielleicht. Samstag vielleicht. Schätze ich mal. Wenn wir jeden Tag ein Viertel-Level machen, wenn es gut geht. Ja, 4 Tage. Wie es danach aussieht, weiß ich nicht. Es wird dann noch langsamer, aber ist nicht so schlimm. Ich genieße das, was sie hier machen. Ich möchte nicht unbedingt, dass es endet. Moin. Auf Azeroth. Voll so hart. Was geht? Wenn du schon ein Faker bist, hoffe ich, du bist bei der Horde. Ich glaube eher BDO und Terra. Von den Terra-Machern und von den BDO-Publishern, soweit ich weiß. Kann auch natürlich was gemeinsam haben mit Final Fantasy. Es ist ja doch ein MMO und die... Der Stil ist, glaube ich, ja, ne, eindeutig. Meinst du vielleicht auch wegen diesen Fähigkeiten, die auf dem Boden platziert werden, wo man dodgen kann? Schon wieder abgebrochen, Bladestorm, ich spinn's hier. Das hat sich in einigen Spielen, glaube ich, etabliert. Das war sogar vor Jahren schon bei Wildstar. Ist denn Final Fantasy vielleicht auch die Unreal Engine die gleiche? Ist es ja der gleiche, kann es sein, dass es der gleiche Baukasten ist? Wenn auf, jawohl, 93, Schwein, höher als ich, Pock. Also ich glaube von Terra, Programmieren und Publisher von Gedönse, Black Desert. Ja, eine Mischung. Also wenn es aus all den Spielen das Beste rausholt, I'm ready. Ich weiß gar nicht, ob sich lohnt, gegen einen Einzelnen zu kämpfen von der Zeit her. Lieber den so mitmachen im AOE und den die anderen holen. Auch wenn er resettet, scheißegal. Und diese Mages da hinten auch nicht holen, die sind da doof, die sind nur Range. Ich brauche halt Mini. Stacks aufbauen. Schild kurz anmachen. 2, 3 und wenn der andere geschossen hat auf mich. Strebst, du sagst, die Brust ist Mist. Strebst du etwa eine Brustvergrößerung an, mein junger Padawan? Oder wieso bist du mit deiner Brust nicht zufrieden? Scheiße, das ist nur ein Teil bekommen. Ey, schau mal, immerhin ist schon was da. Oh, nicht aufgepasst. Egal, ich habe noch eine Rolle. Immerhin ist schon was da. Alles gut, ich habe noch eine Rolle. Ja. Ja, ist ja auch gut. Ist auch gut jetzt. Das war so eine Art wieder rauskommen. Vielleicht. Rausgerissen. Wieso denn? Du hast das Papagei-Kostüm. Ist doch schon mal gut. Schau mal, Papagei hast du bekommen. Jetzt bekommst du dein gleiches Kostüm und dann bekommst du was anderes. Du kannst doch nicht sagen, wenn du was for free bekommen hast, dass das Spiel dich ändert. Sei mal nicht so pessimistisch. Du klingst es doch schön langsam. Das ist nämlich mein Anstecker fürs Headset. Ist das das volle? Puh, okay. Das war jetzt wieder wild. Was wollte ich probieren mit dem Springen? Das hier. Das könnte ich noch anziehen. Dann hätte ich Item-Level 393. Aber ich brauche erstmal. Wie viel habe ich jetzt hier zu viel? 35. 3 habe ich zu viel, oder? Ne, 2. Ich brauche noch einen gelben. Ich brauche einen gelben Sock auf die Hose. Brust. Boah, das ist heftig. Gab so ein fetter Erfolg, oder? 500 hier. Anders wild. Krass. Anders wild 500. Ja, da muss man aber auch Glück haben mit dem Upgraden. Das kann ja alles immer kaputt gehen. Schon Glück damit. Du schreibst ja die ganze Zeit irgendwie von Werten oder sowas. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ich habe einfach genommen, was da ist. Krass. Du beschäftigst dich ja sehr detailliert mit dem Spiel. Irgendwann mache ich das auch. Nee, hey lol, ich hätte sie sogar dabei gehabt. Ich hätte es schon machen können. Oh Mann, ich hätte es schon machen können hier vorhin. Genau, das habe ich ja. Oder wir beide haben das. Okay, gut. Passt euch. Ich habe überlegt. Gerade kurz noch gecheckt hier. Was? Am Handy? Ich habe überlegt, mal das Ding zu spielen hier. Verringert die Energiekosten 100%, erhöht die Kraft um 50%. Anstatt auf einen bestimmten. Auf dem Bestimmungsort richtet sich der Angriff auf eine Stelle von 15 Meter vor dem Wirker. Springt halt vorhin. Wenn ich jemanden treffe, habe ich keine Abgrenzung. Also kann ich springen wie so ein Dover. Aber ich kann nichts rausnehmen. Ich habe nicht genug Punkte. Ich brauche halt noch Punkte. Ach so, hier hast du ja gesagt. Lass mich erstmal kurz in der Gilde schauen. Also wenn ihr noch Bock habt, wir haben noch ein bisschen Platz. 20 Mitglieder. Können wir noch aufnehmen. Warte. Wenn ihr auf Andromeda seid, auf dem allerersten Server. Clanaufnahme. GAXTV eingeben. Enter. Und einschreiben. Rein da. Ich kann da nichts rausnehmen. Luminous war L. Das hier? Ich habe kein Corona-Geld, weil das vorher so geschrieben. Beziehungsweise die Farbe halt, wo du brauchst, wegen den Runen. Ach so. Bekomme ich mit dem eine bestimmte Runenfarbe? Und dann kann ich vielleicht weniger. Muss ich weniger in meinen Gear reintun an den gelben? Das wäre doch eine Idee, oder? Ich mach gelb. Und muss dann weniger Runen reintun. Ist das gelb? Danke, Fighter. Hast du dich angemeldet? Let's go! Geile Sache! Spielerliste, Aufnahme, schön. Willkommen, my friend, willkommen. Enter. Freut mich. So, 31 jetzt. Noch 19 Plätze haben wir free. Noch jemand, Marcel. Ui.
Willkommen. So, das Discord steht im Skill-Discord steht hier sogar in der Info. Müsst ihr halt irgendwie abschreiben, ist ja nicht so schlimm. Ich kann es auch mal kurz hier reinhauen, wenn ihr wollt. Kann ich es rauskopieren? Ja, hier. Ach, das heißt sogar Fade Corona. Ich dachte, du hast so einen kleinen Wortwitz gemacht wegen der Farbe. Das ist, ach so, lol. Ich dachte, es war jetzt irgendwie wegen der Farbe, wegen dem Corona-Bier oder wegen Corona, was weiß ich. Was für Ideen du kommst. So, Fade Corona. Hab ich doch nicht. Verdammt. Ja gut. Wenn ich jetzt an das nicht rankomme und ich schon jetzt upgraden will, ist doch kacke. Ich kann doch jetzt nicht ewig warten. Aber durch PvP-Tokens ist es doch random, oder nicht? Hier. Ach so, schau mal, das ist die alte Kiste, das ist die neue Kiste. Luminous Zufall, Luminous Auswahl. Wieso sollte man Zufall machen? Ach so, weil du so ein 2 kriegst, okay. Die letzte Woche gab es 7 durch PvP, da habe ich mir die geholt hier. Also 7 habe ich nicht geschafft, ich habe keine Siege geholt im PvP, aber dann holen wir uns diese Auswahldinger. Okay, lass mal schnell Pipi machen, dann setzen wir uns das als nächstes Ziel, machen auch noch die Weltquest und gehen dann noch in Dungeon rein. Ja, wir haben noch genug zu tun, so ist er nicht. Genug zu tun. Das mit dem Ranziehen. Lasst mich mal recherchieren. Ich brauche nochmal den Typen, der hier den Guide gemacht hat. YouTuber ist das, glaube ich. YouTuber ist das. Der hier. Ist das der? Ja, das ist der. Genau, 10 Punkte richtig. Slash knockdown CC in the controller reroutes your target as you an airborne when you hit them again. Sonny, ich glaube, das geht momentan nicht. Das geht momentan nicht. And then you crack the heck out of them and then they're rooted for you to just. In Amerika, also in A, so.